50, jetzt gestern gehabt. Es wird gleich und dann schauen wir mal. Daniel, wärst du soweit? Möchtest du was sagen? Dann wird der Daniel Langkranz zu sprechen. Pass auf, ich sag euch was. Ich werde Karl Hills zuschalten. Wir haben es gestern gemacht, eine Live-Schaltung. Es wird funktionieren. Und in dem Moment, wo die beiden Lautsprecher hier oben angeschlossen sind, ich lasse mir wahrscheinlich dann noch einen dritten hier hochreichen, damit wir auch in diese Richtung weit genug kommen, werde ich den Karl Hills zuschalten. Solange bitte ich um ein wenig Geduld und ihr werdet dann den Daniel jetzt hören. Daniel, komm, es ist dein Mikro, deine Bühne. Dankeschön. Hallo Berlin, hallo Welt, hallo Menschheit! Wenn euch ein Werkzeug einfällt, mit dem sie uns alle disziplinieren, mit dem sie uns in unserer Seele beeinflussen wollen, und zwar negativ, so dass wir alle zu folgsamen Untertanen werden. Welches Werkzeug fällt euch da ein? Die Maske, genau, um die Maske geht es nämlich jetzt. Wer von euch ist der Ansicht, dass die Maske dazu da ist, Viren abzuhalten? Ich höre nur Lachen. Wer von den Polizisten, ich weiß nicht, ob uns hier welche zuhören, ich sehe nur Teilnehmer, grandios, dass ihr alle da seid, danke! Unglaublich! Wer von den Polizisten würde denken, dass die Maske tatsächlich dazu dient, Viren abzuhalten? Auch keiner, bin ich ganz fest davon überzeugt. Sondern wir alle wissen, dass die Maske ein Disziplinierungswerkzeug ist. Wir sollen geknechtet werden. Aber wir sagen dazu... Nein! Was sagen wir dazu? Nein! Was sagen wir dazu? Nein! Das ist die Menschheit, die hier redet, Frau Merkel, Herr Spahn. Ich weiß, dass alles ausgewertet wird, was jetzt hier heute gesprochen wird. Und ihr wisst auch, dass eure Tage gezählt sind, denn wir lassen uns das nicht gefallen. Also, jetzt reden wir mal über die Maske, und zwar die Wirkung, die die Maske bei uns auslöst. Wer von euch fühlt sich gut unter der Maske? Wer fühlt sich scheiße unter der Maske? Die Maske, die macht nämlich was mit uns. Und jetzt möchte ich euch mal was erzählen, für die, die es noch nicht wissen, die also auch noch nicht auf meinem Kanal Dr. Langhans in YouTube, solange es den noch gibt, oder Dr. Daniel Langhans auf Telegram, gesehen haben, was wir da verbreiten. Ich erzähle euch jetzt mal was, was in den okkulten Ritualen mit den Menschen gemacht wird. Was wird gemacht, wenn die eingeführt werden in den Initiationsriten bei den Okkultisten? Was kriegen die vor Mund und Nase gehängt? Eine Maske! Fällt euch was auf? Wisst ihr auch, was dahinter steckt? Wir gehen zurück in das Buch Genesis oder 1 Mose, das haben wir auch mit den Juden und den Muslimen gemeinsam als Christen. Nämlich, da geht es um Adam und Eva. Und dann haben sie halt doch von dieser Frucht, von dem verbotenen Baum gegessen. Und was, wie heißt es da? Sie bedeckten ihre Blöße. Und wir denken bei Blöße an geschlechtliche Blöße, aber das ist nicht gemeint. Sondern was macht denn die kleine Lisa, wenn sie mit den... von der Mami mit dem Griff in die Keksdose erwischt wird. Was macht die kleine Lisa? Sie bedeckt ihr Gesicht, weil sie nämlich weiß, dass sie außerhalb der Ordnung ist. Dass sie sich außerhalb der Ordnung, die da gilt, der guten Ordnung, gestellt hat. Und genau das wird gemacht bei den Okkultisten. Es soll der Mensch aus der göttlichen, aus der natürlichen Ordnung herausgeholt werden und in eine gegengöttliche Ordnung gestellt werden. Aber was sagen wir dazu? Nein! Was sagen wir dazu? Nein! Das ist der Sachverhalt. Die Maske dient dazu, nicht nur uns zu disziplinieren. Die Maske dient nicht nur dazu, uns zu Untertanen zu machen. Sondern die Maske soll uns in eine gegengöttliche Ordnung setzen. Und jetzt kommt nämlich ein Detail nach dem anderen ans Tageslicht. Viele von euch haben sich informiert in den letzten Monaten.
Beispiel, was die, wie die Frau Gates abgebildet wurde. Mit einem Kreuz, das ist ein Bild aus dem letzten Sommer, mit einem Kreuz, das verkehrt rumhängt. Muss ich euch noch irgendwas erklären? Das sind Satanisten, ganz einfach. Aber wir werden uns von ihnen nicht dominieren lassen und nicht ihrer Ordnung folgen, denn wir gehören nur einem. Das ist unser Gott, der uns erschaffen hat. Das finde ich das Große. Schaut mal, es sind ja so viele Menschen aus völlig unterschiedlichen Weltanschauungen. Und auch die, die zum Beispiel sagen, ja, sie glauben ja an das Weltall, ja, oder an eine göttliche Energie, oder wie auch immer, die sind doch jetzt im Moment alle verbunden. Verbunden darin, dass wir an die Wahrheit glauben. Das ist doch das Große im Moment, oder? Das heißt, es geht gar nicht mehr um Jude, Christ oder Esoterik oder Muslim oder was auch immer. Sondern es geht jetzt nicht mehr um einzelne Religionen, es geht längst darum, dass wir alle Menschen sind. Wir haben uns als Menschen gefunden, wir haben uns als Menschen von Herz zu Herz gefunden. Und das ist die große Entdeckung, die wir gemacht haben in den letzten Monaten. Und das wird uns auch niemand wegnehmen. Niemand wird uns das wegnehmen. Weil wir jetzt verbunden sind. Ja! Ja, früher habe ich auch mal die Nase gerümpft, wenn ich dann über jemanden anderen gesprochen habe. Das ist vorbei. Die Menschen, die haben zusammengefunden, weil sie erkannt haben, dass das Böse nach dem Menschen greift. Oder sollen wir sagen, der Böse. Aber das ist uns scheißegal. Wir bleiben Menschen. Ihr merkt, wenn ich am Mikrofon bin, dann kommt alles aus mir raus, was so an Leidenschaft auch da ist. Der gute Heinrich, ein Lob auf unseren Heinrich! Liebe Freunde, jetzt wird's ernster. Ich habe gerade gehört, die Demonstration am Brandenburger Tor sei aufgelöst worden, aber wir halten Stellung! Also, ich möchte euch jetzt noch einen ganz praktischen Tipp mit auf den Weg geben. Denn jeder von uns ist ja auch Botschafter. Und zwar Botschafter dessen, was wir als Wahrheit erkannt haben, oder? Jeder von uns ist Botschafter. Und eine richtige, wichtige Botschaft, die ist zum Beispiel genau diese Maske. Und jetzt möchte ich euch einen Tipp geben, was ich mache und was bei mir, haltet euch fest, seit 8 Monaten dazu führt, dass ich ohne Maske einkaufe. Seit 8 Monaten. Das ist kein Attest von einem Arzt. Ich bin doch nicht krank, ich brauche doch keinen Attest von einem Arzt, oder? Und ich habe irgendwann mal erkannt für mich selber, dass nicht nur der gesundheitliche Gründe hat, der krank ist und nicht durch die Maske noch kranker werden will, sondern dass auch der gesundheitliche Gründe hat, der gesund ist und überhaupt nicht krank werden will. Und deshalb sage ich habe gesundheitliche Gründe, auch sonstige schwerwiegende Gründe, auch Gewissensgründe, die wir gerade besprochen haben, die Maske nicht zu tragen. Und da habe ich für mich eine eidesstattliche Erklärung geschrieben. Da erkläre ich selber an Eidesstatt, das ist also vom Rang her, vom juristischen Rang her, weit über einem Attest. Da erkläre ich an Eidesstatt, dass ich niemals eine Maske tragen werde, weil ich diese Risiken niemals für mich akzeptiere. Diese gesundheitlichen Risiken. Und diese Maske könnt ihr runterladen auf dem Kanal Dr. Daniel Langhans, also Dr. Daniel Langhans ohne Punkt und Leerraum, geschrieben auf Telegram. Da stehen jeweils solche eidesstattlichen Erklärungen. Ich wende mich mit dieser Durchsage an die Versammlungsteilnehmenden. Aus Ihrer Versammlung heraus. Seid ruhig, bitte. Und flächendeckend. Ja, wunderbar. Infektionsschutzmaßnahmen des Senats. Ich bin in der Kommission. Das Abstandsgebot von 1,5 Meter wird ignoriert. Hört diese Heuchelei an, seid still. Sei still. Wir haben nichts beachtet.
nicht in der Lage, regulieren auf ihre Versammlung einzuwirken. Hört bitte zu. Diese Handlungsweise ist eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Hört bitte weiter zu, seid still. Freunde, seid still. Ihre Versammlung für aufgelöst zu erklären. Liebe Freunde, das ist eine Kriegserklärung. Diese Heuchler haben uns in diese Situation gebracht. Ich habe gesagt, dass wir Platz brauchen. Ich habe gesagt, sie sollen den Platz frei machen bis zur Siegessäule, damit wir diese Scheißverordnungen einhalten können. Und sie zwingen uns hier rein und wir werden uns hier noch Platz leisten. Es ist eine elende Heuchelei, die ihr treibt. Hier zeigt die Exekutivgewalt ihr wahres Gesicht. Es sind Heuchler, es sind Lügner, es sind Verbrecher und wir weichen nicht. Wir bleiben hier. Vier Wasserwerfer stehen am Brandenburger Tor. Und ich sage euch, ich hoffe, ihr habt Regenbekleidung dabei. Wir bleiben hier. Wir halten Stellung. Wir lassen uns nicht vertreiben von diesen Leuten.